Thank you. Thank you, we love you. That's very nice. We're going to do one encore for you, but we're going to have some guests. All the young musicians that played earlier, we get them back to play with us. This is good. Thank you.
erinnerte an Weibild Davison erinnern, der 1986 hier in Poppingen auf der Bühne stand und für sie Musik gemacht hat. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann oder wer damals da war. 1906 wurde er in Duffiasen, Ohio geboren und er starb 1989 in Santa Barbara in Kalifornien. Er hat einen eigenen Cornett-Stil entwickelt, diesen rauen. Man hat ihm gesagt, weil Bill Davison spielt schmutzig. Einen richtig schmutzigen Ton gehabt. Seinen Spitznamen Wild bekam er, weil er immer irgendwo, wo er war, Späße gemacht hat. War also ein gut gelaunter Mensch. Es gab also viele, viele Geschichten über ihn, was er so im Laufe seines Lebens angestellt hat. Ich war befreundet mit ihm, da bin ich heute noch sehr stolz darauf. Und zu seinem 80. Geburtstag habe ich mir gedacht, ich stelle meine Band zusammen und mit der soll er dann zu uns hierher kommen. Und da war eben dann auch in Plochingen. Ich habe damals seine Frau N angerufen und habe ihn gefragt, habe sie unterbreitet. Und sie war ganz begeistert davon und dann habe ich sie gefragt, als erstes, was meinst du, wen hätte denn gern der Wild Bill am Schlagzeug? Und hat sie gesagt, Butch Miles, he will be fine. Ich habe ihn angerufen, er hat sofort mitgemacht und jetzt nach 9 Jahren, als wir gesagt haben, wir wollen wieder zusammenkommen, war natürlich auch gleich wieder mit dabei. Butch Miles, der Schlagzeuger, der mit Count Basie zusammengespielt hat, mit Ella Fitzgerald, mit Gary Mulligan, um nur ein paar zu nennen. Hier ist für Sie da heute Abend Butch Miles. Weil Bill Davison hat immer erzählt von einem Klarinettisten, der in Chicago lebt und völlig unbekannt ist und sein Geld damit verdienen muss, dass er Klarinetten repariert und sagte, für mich ist es der beste Klarinettisten, den es überhaupt gibt. Und den haben wir damals angerufen und er kam und ist heute auch wieder da, aber in der Zwischenzeit ist er ein sehr bekannter, berühmter Klarinettist, Chuck Hedges aus Chicago. Zu bleiben, wo die Herrschaften wohnen. Butch Miles wohnt in Albuquerque in New Mexico. So, der nächste Mann, eine Entdeckung von Wild Bill Davison, der wurde dann als einer der größten Posaunisten im traditionellen Jazz. Er wohnt in Orlando, Florida und leitet dort ein berühmtes Orchester. Das ist Bill Allred. Es fehlte eigentlich noch der Bass in dieser Zusammenstellung und ich las im Programm, dass also Isla Eckinger aus der Schweiz in der Dixieland Hall spielt, weil ich wollte immer irgendeinen europäischen Musiker noch dabei haben und ich wusste, er kann das in dieser Band und in der Dixieland Hall habe ich ihn gefragt, ob er mitmachen will. Er hat ja gesagt, hier ist er, Isla Eckinger. In der Zwischenzeit wurde er Hollywood in Kalifornien. Piano fehlte mir und ich hatte einen Freund in Norddeutschland, der über Jazzmusik Bücher schreibt, der Biografien über Jazzmusiker schreibt und wir haben miteinander telefoniert und er fragte mich, hast du jetzt einen Pianisten? Sein? Nee, immer noch nicht, aber ich habe mir gerade einen auf einer Schallplatte angehocht, der würde so wunderbar dazu passen. Wie heißt der? Ich wusste es nicht mal. Ich habe das Cover zur Hand genommen und er sagte, du, der hat mit Edmund Hall zusammengespielt. Dieser hat über Edmund Hall die Biografie geschrieben und er sagt, ich habe die Telefonnummer von ihm. Ich habe ihn angerufen und er hat zuerst gemeint, er macht sich einen Jux. Er hat sich nachher überzeugt und als er sich überzeugen konnte, dass es ernst war, dass ich ihn hier nach Deutschland einladen wollte zu dieser Wild Bill Davison Gruppe, dann kam er natürlich auch. Heute ist er auch ein sehr berühmter Pianist, mein Lieblingspianist, Johnny Marr.
So ging das Spiel weiter, dann war im Mai, davor war das Festival in Bern in der Schweiz. Dort bin ich alle zwei Jahre und da hätte Bud Freeman spielen sollen, auch eine große Jazzlegende auf dem Tenorsaxophon. Er lag im Krankenhaus in New York und da wurde also kurzfristig ein Tenorsaxophonist eingeflogen aus England. Und als ich den hörte, habe ich gesagt, Mensch, den brauchen wir unbedingt dazu. Der fehlt in dieser Gruppe wie Salz in der Suppe. Also haben wir ihn dazu mit eingeladen. Heute wohnt er in Australien, in Perth, Danny Moss. Jim Galloway, ein Sopransaxophonist aus Toronto, aus Kanada, erzählte mir, da gibt es in Detroit einen Trompeter, der diese Tradition von Wild Bill Davison pflegt. Der spielt wie Wild Bill Davison, der sich an ihn hängt und quasi das musikalische Kind von ihm ist. Und wir dachten, ihn zum 80. Geburtstag würden wir nicht allein mit Cornetta lassen, laden wir ihn mit dazu ein. Und er leitet heute die Band. Die Band kommt immer wieder mal bei Festivals zusammen in dieser Besetzung. Wild Bill Davison hatte dann gesagt, es war seine beste Band, die er je in seinem Leben gehabt hat. Überzeugen Sie sich selbst davon. Jetzt fehlt einfach noch der Tom Saunders am Cornett. Und er übernimmt das weitere Programm und führt Sie durch das Programm. Tom Saunders. Thank you.
thank you very much. It's wonderful to be back and rocking it again. And this was the exact band that was here in 1986 without Wild Bill. And it's wonderful to hear the young musicians. Weren't they wonderful? We will be doing a lot of tunes that Wild Bill Davidson did, and here's one of them now. Fats Waller wrote this, and it's called Keepin' Out of Mischief. Thank you.
Thank you. Thank you, I'll miss you. Next, we'll do a tune that Wild Bill Davison recorded a long time ago with the great Eddie Condon. This is a tune called Riverboat Shuffle. Thank you.
Thank you. Thank you very much. Can you hear us all right from where you're sitting? I guess so. Ladies and gentlemen, this band is made up of all stars. And I mean, these guys are all stars. And most of them are band leaders. We have a saxophone player with us that is probably one of the best in the world. And he came all the way from Australia just to play for you. Here's Danny Moss.
Cut him off, so to go. Johnny Vile, Issa Eckinger, and Chris Mann. Here's a little Duke Ellington tune for you. Called Don't Get Around Much Anymore. Thank you.
Thank you.